94, okay. Ja, dass es Steg nicht gefunden ist. Tut mir leid, dass wir es halt noch nicht haben. Was soll ich machen? Hab ich richtig geschaut? Ja, 2007. Dafür, dass ich 8 Sachen kaufe, das ist krank. Der Kollege geht jetzt auch noch mal ins Lager, um selbst nachzuschauen, ob wir das Steg nicht doch noch irgendwo hinten liegen haben. Das Model kommt mir nicht bekannt vor. Ist das neue? Wahrscheinlich nicht. Aber der kommt mir nicht bekannt vor, der Kollege. Ich habe es jetzt letztens wirklich so realisiert, weil ich trinke keinen Kaffee. Der Kaffee schmeckt mir nicht, ich brauche ihn nicht, ich weiß nicht, warum ich ihn trinken sollte. Aber ich musste halt trotzdem welchen kaufen und ich habe dann erst so realisiert, wahrscheinlich mal wieder, weil es ist mir sicher schon mal aufgefallen, wie fucking teuer eigentlich Kaffee ist. Also wie unnötig teuer, würde ich sogar fast sagen. Wenn man for real, warum zahlt man so viel dafür? Also das ist doch eigentlich nur noch eine Abhängigkeit. Also jetzt ein bisschen krass und so. Aber es muss doch sein, oder? Ansonsten will ich mir oft überlegen, zu sagen so, will ich jetzt, ist mir der Kaffee jetzt wirklich wert, dass ich da 20 Euro für die Bohnen ausgebe? Die halten natürlich dann auch ein bisschen, das ist klar. Aber trotzdem, das wäre es mir nicht wert. Ist sie gerade echt rausgegangen, um sich den Käse zu nehmen? Habe ich das? Ich habe mir das so nicht eingebildet, oder? Ihr habt das auch gesehen. Schreibt mir das bitte, ob ich das. Also. Das ist krank. Ich habe jetzt erst genug Geld, um mir überhaupt das ganze Zeug kaufen zu können. Da werden wir noch ein bisschen dran sitzen, bis wir das finanzieren können. Der eine Kollege ist noch hier zum Einkaufen. Okay, bei Besteg und Wheeljob sind halt jeweils 32 drin. Deswegen will ich das mal so machen. Ja, komm her. Ja, haben wir halt jetzt nicht. Jetzt heul leise. Wir finden schon den Tag. Und wir kaufen das Zeug mal. Das ist so fucking teuer. Aber da ist so fucking viel drin, ne?
Okay, Sushi. Haben wir gleich mal eins fürs Lager. Das ist großes Sushi, dafür haben wir auch gleich ein süßes Lager. Dann Steak. Dafür die beiden reicht locker eins. Aber willst du mir sagen, die haben beide solche? Oh mein Gott. Das wären jeweils sechs fürs Lager, ne? Das sage ich mich ja dumm und dämlich. Das sind 3.638. Dafür, dass ich einen Lagerbestand von denen aufbauen kann. Das ist erschreckend. Das ist erschreckend, Spiel. Oh mein Gott. Oh, sorry, Bro. Wollte dir nicht die Arbeit wegnehmen, aber ich will auch irgendwas machen. Ich bin immer schnell unterwegs mit meinen Räumen, das gefällt mir. Auch wenn die nicht alles einräumen irgendwie. Jetzt stehen die wieder draußen rum. Ich muss heute mal Ausnahmen machen. Doch, dass wir knapp bei Kasse sind. Kann ich jetzt nicht mehr kaufen wie das. Und dann müssen wir Tag für Tag schauen, dass wir von dem anderen, von dem neuen Zeug, das Lager aufbauen. Aber das wird, das wird. Meine. Ruhm wurde ja auch nicht an einem Tag errichtet, also kann man da schon mal drüber hinwegsehen. Die Spaghetti waren hier. Die Bows waren da. Sixpack Milch, Mehlblau, Susu Braun, nochmal Sixpack Milch, Toilettenpapier, Toilettenpapier, Basmati. Kaffee.
Seife. Sprayer. Und die Fries. Nice. Kann es sein, dass die erst dann einen gewissen Wert auffüllen? Es kommt mir aktuell nämlich so vor. Ja, das glaube ich, das werden sie sich aufregen. Okay. Dann ab dafür. Noch ein Tag. So. Wir könnten eigentlich. Nice. Wo sind die denn jetzt hin? Die sind jetzt schon unterwegs. Ah, okay, jetzt räumen die auch den Käse ein. Sind die da anscheinend nicht hingekommen? Warum die den Joghurt noch nicht einräumen, das ist mir noch ein Rätsel. Ja, ein bisschen was muss ich auch noch machen, also. Ansonsten ist ja langweilig. Da hat sich aber jemand schon mal gut Sushi gegönnt. 130,32. Nehme ich gerne, nehme ich. Da beschwere ich mich immer nicht. Der gute Norwoy-Lachs. Exzellente Wahl. 131,32. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ich glaube, 180 hatten wir noch nicht, oder? Ich bin mir so unsicher, aber wir sagen es einfach mal, 171 ist unser Rekord. Passiert. Okay, ja, ich muss mich definitiv um eine neue Kasse kümmern. Die kaufen mir da gut ein, ne? Bis auf den Kollegen jetzt gerade. 17 Euro nur. Aber es läuft, es läuft. Aktuell sammeln wir eh bloß Geld dafür, dass wir das Lager aufbauen können. Also die von den neuen Sachen da hinten. Von den teuren Sachen, ne? Ah, da ist noch ein anderes angefangen, also jetzt weitergeht. Und zweimal das teure, das große Sushi. 167 Euro geradeaus. Freut mich, freut mich.
Oh, dreimal das große Sushi. Ohoho, 195,02 €. Neuer Rekord. Zweimal den Rekord gebrochen an einem Tag. Insane. Gefällt mir, wenn die alle mit Karte zahlen. Ja, der Bottled Water ist jetzt so teuer, ist mir egal. Der Laden boomt. Hätte ich nach deiner Meinung gefragt. Die hat nicht mehr so viel gekauft, aber 35 Euro allein das Sushi, das ist... Ich lieb's. Mir macht's so viel Spaß gerade. Dreimal die Sixpack-Milch. Zack. €70,94, zack. €41,90. Jetzt 200 € gegeben. Wir haben richtig gut Cash gemacht. Das hat sich richtig gelohnt, glaube ich, das Sushi und das alles zu machen. Auch wenn es anfangs ein bisschen teuer war. Jetzt zwei Sachen gekauft und hat 32 Euro gezahlt. 164 Euro. Ich bin gespannt, wie es hinten im Lager aussieht. Wie viel von denen noch da ist, von dem neuen Zeug dann. Okay, war sie die letzte? Sie war die letzte, okay. Mal mit. Der Vorzeigechef. Okay, das große Sushi ist leer. Das haben wir hier vorne auch nicht mehr.
Okay. Gut, wir schauen mal. Okay, ich nehme mal das selbst in die Hand, das Zeug hier einzuräumen. Oh nee, ich habe vergessen, beim Steak den Preis einzustellen. Warum habe ich niemand gewarnt? Warum wurde ich nicht gewarnt? Also was habe ich jetzt in meinem Warenkorb? Okay, Karton und Moussaka habe ich drin, ne? Das sind die unteren beiden, ne? Und noch einmal dich. Dann können wir zweimal, dreimal eigentlich das große Sushi bestellen. Zwei, drei. Ach, da geht auch nicht mehr rein. Okay. Davon brauchen wir dann schon einen großen Lagerbestand. Ich hoffe, dass zwei Dinge da dann genug sind. Vielleicht wird es jetzt auch nicht mehr so häufig gekauft. Okay, haben wir im Lager, haben wir im Lager, haben wir im Lager. Dann fehlen noch drei Sachen, ne? Ja, ist das. Egal, es ist teuer. Oh, wir machen das Ganze mal so. Da müssen wir uns nach und nach aufbauen. Ich muss anderen Stuff jetzt auch nachkaufen. Das geht so nicht. Da ist so viel drin, also das hält halt auch ewig. So, das sollten wir gar keine Probleme haben. Vorerst. Gut, wir schauen jetzt noch, was wir brauchen. Was wird eigentlich? Ist eigentlich alles nachgefüllt. Schon. Die sollten gleich durch sein. Ja, die ersten gehen jetzt eh schon wieder raus. Ja, der Kollege hat noch zurückgetragen. Stellt sich jetzt auch raus. Passt. Gut, wir haben 1127 Euro nur. Wir brauchen zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ich glaube, jetzt sind wir schon drüber. Nee, nicht annähernd. Okay, gut. Oh, okay. Puh.
den da auch mal wieder auf 2 runter. Also ich könnte ja auch einfach hinten removen. Weil wir brauchen dich, 1, 2, 1, 2, 1. ...272 haben wir noch. Und wir holen noch Süßigkeiten. Boah, was ist das mit dem Song? Geht richtig ab. Ich bin froh, wenn ich das jetzt das Lager sich richtig einspielt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, Cheddar, danke.